Willkommen zu einem neuen Video bei Simon's World. Es geht heute wieder um das P400A und wie man RGB anschließen kann. Im letzten Video kam das anscheinend nicht ganz so deutlich heraus. Im Gehäuse selbst sind drei Kabel integriert, welche für RGB relevant sind. Das ist einmal, wie man links sieht, der SATA-Stromanschluss, dann das mittlere Kabel zum Anschließen des Controllers auf das Mainboard und rechts das Kabel zum Anschließen der Lüfter, die mitgeliefert sind und bereits vormontiert und zum Anschließen weiterer Geräte. Das mittlere Kabel ist nur relevant, wenn man RGB über das Mainboard und die mitgelieferte Software steuern möchte. Ansonsten sollte man dieses Kabel nicht anschließen, da man damit die Funktion der im Gehäuse integrierten Buttons deaktiviert und man das RGB dann darüber nicht mehr steuern kann. Die Lüfter selbst haben zwei Anschlusskabel. Das rechte Kabel ist zum Anschließen auf das Mainboard, auf Sysfan, CPU-Fan, wo man möchte, um die Lüftergeschwindigkeit regeln zu können. Die müssen immer aufs Mainboard angeschlossen werden, alle drei für sich. Oder man kauft sich einen Adapter, so eine Art Splitterkabel und schließt alle drei zusammen und dann mit einem einzigen Kabel weiter aufs Mainboard. Das linke Kabel ist zum Anschließen der RGB-Funktion an den internen Controller und diese Kabel sind als Daisy Chain ausgeführt. Das heißt, ich kann alle drei Lüfter in Reihe schalten und an einem Kabel an den Controller gehen und darüber steuern. Möchte man die Beleuchtung über das Mainboard steuern und die dazugehörige Software benutzen, dann muss man das vorhin gezeigte mittlere Kabel, welches mit 2 MB beschriftet ist, auf das Mainboard stecken. Am Beispiel meines Gigabyte Boards hier sieht man, dass man den unteren benutzen muss, welcher 3 Pins hat. Damit setzt man allerdings, wie gesagt, den internen Controller des Gehäuses außer Funktion. Das Anschließen selbst ist eigentlich ganz einfach. Zuerst schließt man das SATA-Kabel vom Controller an das passende SATA-Stromkabel vom Netzteil an. Dann nimmt man sich die RGB-Kabel vom Controller und schließt den ersten Lüfter mit dem RGB-Kabel an. Hier wird dann der zweite Lüfter an das passende Gegenstück angeschlossen. Die Lüfter haben ja Daisy Chain Kabel. Und den dritten Lüfter schließt man dann auch einfach wieder an das passende Gegenstück an. An dieses Kabel kann man jetzt weitere Geräte anschließen, welche ARGB oder DRGB haben. In meinem Fall sind das weitere drei ARGB-Lüfter und zwei Neon Stripes von Fantex. Dieses Kabel lässt man wie gesagt weg, außer man möchte es RGB über das Mainboard steuern. Das Verkabeln der Beleuchtung beim P400A wie auch beim P500A, die sind beide hier identisch, ist so gesehen recht simpel. Wichtig ist, das Stromkabel anzustecken, damit der Controller überhaupt Saft bekommt. Die Lüfter, die integrierten, lassen sich in Reihe zusammenstecken und einer der Lüfter muss dann an den integrierten Controller angeschlossen werden. Wichtig ist, dass man das Kabel, welches mit 2 MB beschriftet ist, nicht aufs Mainboard steckt, da man sonst, wie gesagt, den Controller außer Funktion setzt. Die Lüfter selber lassen sich dann über die beiden Case-Buttons steuern, was den Modus der Beleuchtung anbelangt und auch die Farbauswahl. Ja, am Kabel selbst kann man dann noch weitere RGB-Geräte anschließen, entweder verschiedene Beleuchtungsstreifen, weitere Lüfter und so weiter. Ist eigentlich alles recht simpel. Ich hoffe, mit dem Video euch ein bisschen geholfen zu haben. Bei Fragen lasst mir bitte Kommentare da, ich versuche sie dann zu beantworten. Danke und bis zum nächsten Mal.